Guter Aufschlag von Sampras, aber guter, harter Return von Becker. Und dann ist Pete Sampras nicht richtig postiert. Ein vermeidbarer, leichter Fehler hier. Das ist der Return von Becker. Blockt ihn. Allererste Wahl des Schlages von Sampras. Topspin Rückhand, absolut überrissen. Zwei Punkte fehlen Becker zum fünften Satz. Auf die Linie. Ja, wird er ausgegeben, tatsächlich. Die junge Dame hat sich geduckt vor Schreck, weil der Ball auf sie zuging. Und dann hat sie ein bisschen spät den Arm rausgesteckt, aber ja. Oh ja, den kann man diskutieren. Sie hören das Publikum, das schaut mit auf den großen Monitor hier. 30-15, zweiter Aufschlag. Zweiter Aufschlag von Becker. Und welch ein Risiko er da vorne spielt am Netz. Nagelt Sampras in der Rückhandecke fest, bis er den Fehler macht. Becker hat Satzball. Kiriak sagt, ist da drüben, steht heute ein anderes Material, die Nummer 1 der Welt. Guter Return, das muss man auch immer wieder bescheinigen. Guter Return von Sampras. So viele Matches haben auch die Eltern schon von Boris gesehen und immer noch aufgeregt. Danke. Ass Nummer 23.
Und so ein wenig hebt schon mal. Fünfter Satz, Aufschlag, Sampras. Out. 15. 15 Lauf. Siebter Doppelfehler. 40-0, 40-30. Also Pete Sampras hat diese kleine Zwangspause. Becker, Boris Becker zum ersten Mal im fünften Satz beim Aufschlag. Die Volley ist von Becker nicht tief genug. Da hatte Sampras die freie Auswahl. Autogrammkarte von Boris. Vielleicht war er ja bei Vater Karl-Heinz, der hat immer so 20, 30 Autogrammkarten seines Sohnes in der Tasche. Oh ja, da wird LED gegeben, hat wieder keiner gesehen, keiner gehört, außer diesem kleinen Minisensor. Die ersten Tage haben sich hier die Spieler noch aufgeregt, aber auch daran gewöhnt man sich. Ich glaube nicht, dass hier das Match zu einer Konditionsfrage wird. Beide machen
einen physisch überaus guten Eindruck. Ist mehr eine Konzentrationsfrage, doch recht warm und jetzt auch recht luftfeucht hier in der Halle. Das sind also kleine Konzentrationsfehler wie dieser Vorhand-Volley-Fehler von Becker. Wenn auch mit Mühe, aber auch hochverdient.